Servus und hallo zu einer weihnachtlichen Wochenwettershow für das Tiroler Paznaun. Vergangene Woche hat es zeitweise kräftig geschneit und somit gab es für die Skigebiete eine ordentliche Portion Neuschnee. Das sieht man auch hier auf den Bildern unserer Livecam an der Pardatsch-Gratbahn. Jo, und bei diesem Blick über die verschneiten Berge, da bekommt man doch so richtig Lust aufs Skifahren. Und seit dem vierten Adventswochenende geht das auch im Skigebiet in See. Dort ist über dem Sommer einiges passiert. Es gibt eine neue Achtergondel, die Fersingbahn und zudem 8 Pistenkilometer mehr. Die könnten wir am Dienstag gleich mal austesten. Da erwartet uns nämlich den ganzen Tag über Sonnenschein vom Feinsten. Es sind kaum Wolken unterwegs. Die Temperaturen passen allerdings nicht so richtig in den Winter. Es wird ungewöhnlich mild mit 7 Grad in Galtür und Ischgl. In Kappel bekommen wir 8, in See sogar 9 Grad. Auch an Heiligabend gibt es noch mal bis zu 8 Grad und es scheint auch noch oft die Sonne. Danach geht es allerdings schnurstracks in Richtung Winter. Am ersten Feiertag fängt es an zu schneien und auch am Stephanstag können noch ein paar Flocken fallen. Die Temperaturen gehen dabei deutlich zurück. Am Freitag gibt es dann sogar überall Dauerfrost. Und an den feierlichsten Tagen des Jahres wird es auch in dem aufregenden Ski- und Lifestyle-Ort Ischgl ein wenig ruhiger und besinnlich. Und so richtig romantisch und weihnachtlich wird es am Freitag, den 26. Dezember, also am Stephanstag bei der Ischgler Bergweihnacht. Ab 17 Uhr erklingen beim Silvretta Center Weihnachtslieder aus aller Welt. Danach, am Wochenende, geht es winterlich, aber nicht übermäßig kalt weiter. Die Höchstwerte liegen knapp unter dem Gefrierpunkt. Nur in den Bergen müssen wir uns warm einpacken bei Höchstwerten um minus 6 Grad. Dazu wird es vor allem am Samstag recht freundlich, da scheint häufig die Sonne. Am Sonntag und Montag sind allerdings mehr Wolken unterwegs und wir müssen erneut mit Schneefällen rechnen. Und für den Montag hätte ich noch einen Tipp für Sie. Jeden Montag und übrigens auch jeden Donnerstag kann man ab 19 Uhr in Ischgl Nachtrodeln, wenn das Wetter mitspielt. Startpunkt der Rodelpartie ist die Bergstation der Silvretterbahn. Die Strecke ist 7 Kilometer lang, es ist eine der längsten der Alpen und man überwindet dabei rund 950 Höhenmeter. Wem dabei sein alter Schlitten zu bockig und zu unbeweglich ist, der sollte sich bei Silvretta Sports mal einen der schnittigen Renngeräte leihen. Dann steht einem echten Speed-Highlight nichts mehr im Weg. Ja, und da sind wir auch schon am Ende unserer Show. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest, genießen Sie die Feiertage und damit sage ich bis bald im Tiroler Paznaun.